Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Julika Griem, ich bin die Direktorin dieses Instituts und noch müssen wir keine Besucherzahlen zählen, aber es ist trotzdem eine echte Freude, diesen Saal so voll zu sehen. Das ist nämlich für ein Forschungsinstitut gar nicht so leicht. Dass das heute Abend der Fall ist, ist allein diesen beiden Herren zu verdanken. Ich glaube, die meisten von Ihnen sind genau deswegen gekommen, weil diese beiden Bücher so außergewöhnlich erfolgreich und besonders sind. Und was mich besonders freut, ist es die Tatsache, dass es zwei Herren sind, die sich bisher persönlich noch nicht getroffen haben. Ich muss der guten Form halber zunächst sagen, warum sie besonders renommierte und ich würde sagen gelungene Exemplare des deutschen Professors sind. Das gehört auch dazu. Ewald Frie außen ist Professor für Neurodeutsche Geschichte in Tübingen, wo er nach dem Studium in Münster und nach Stationen in Düsseldorf, in Essen, er hat hier schon einige alte Bekannte aufgespürt, und in Trier seit 2008 tätig ist. Seine Fachgebiete sind unter anderem die deutsche Geschichte des 18. bis 20. Jahrhunderts, die vergleichende Adelsgeschichte, habe ich nachgelesen, und auch die Geschichte Australiens und pazifischer Verflechtungen. Er ist Mitglied der Heidelberger Akademie der Künste. Dort können Sie im Internet seine Antrittsrede nachlesen, die auf herzerwärmende Weise anders ist als alle anderen Antrittsreden in diesem Genre. Und er ist einer der Mitbegründer des sehr erfolgreichen Tübinger Sonderforschungsbereichs Bedrohte Ordnung. Neben ihm, zwischen uns, sitzt Steffen Mau, der nach seiner Zeit als Juniorprofessor in Bremen an die Humboldt-Universität berufen wurde als Professor für Makrosoziologie seit 2015, glaube ich. Und zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Themen wie soziale Ungleichheit, Transnationalisierung, europäische Integration und die Migration. Er ist Mitglied der Academia Europaea und des Deutschen Sachverständigenrats für Integration und Migration. Er hat auch für den Wissenschaftsrat gearbeitet und für seine Forschung wurde er unter anderem mit dem Leibniz-Preis und auch dem Preis der Schader-Stiftung ausgezeichnet. So viel zur guten Form. Auf den ersten Blick ließen diese beiden Herren sich jetzt sehr gut gegenüberstellen. Auf der einen Seite der ostwestfälische Historiker, auf der anderen der in Rostock aufgewachsene Soziologe. Und auch die beiden Bücher, um die es heute Abend gehen soll, ließen sich leicht kontrastieren. Auf der einen Seite die soziologische Betrachtung des Plattenbauviertels Lüttenklein, auf der anderen Seite die dichte Beschreibung eines 13-köpfigen Bauernhaushalt im Münsterland. Hier die intime Exploration des sehr allmählichen Wandels dörflichen Lebens als überraschende Keimzelle einer kleinen Geschichte der Bundesrepublik. Dort die etwas kühler präsentierte Erkundung der Plattenbausiedlung im Zeichen der Zäsur der deutschen Wiedervereinigung. Jetzt gibt es aber auch ziemlich interessante Gemeinsamkeiten, wenn man beide Bücher genauer anschaut. Sowohl Lüttenklein als auch der Hof in Nottuln, da fährt man, glaube ich, vorbei auf der Autobahn von Münster Richtung Ruhrgebiet. Nee, fährt man, wenn man von Münster Richtung Recklinghausen fährt. Ah ja, okay. Dann muss man nach ungefähr 15 Kilometern rechts gucken. Genauso, genau. Und da muss man eine gute Brille aufhaben. Also auf der einen Seite, also es gibt interessante Gemeinsamkeiten, denn sowohl Lüttenklein als auch dieser Hof werden als Mikrokosmen genutzt, deren dichte Beschreibung uns Leserinnen so manche unserer Vorurteile über das Landleben oder die Platte vor Augen führt. Ihren beträchtlichen Erfolg bei einem überraschend großen und heterogenen Publikum, das sich eben nicht automatisch für Sozialgeschichte oder die Theorie sozialer Ungleichheit interessiert, verdanken diese beiden Bücher aber, glaube ich, noch einem anderen Sachverhalt. Ewald Frie und Steffen Mau haben sich nämlich etwas getraut, was sich auch sehr gut bestallte Ordinarien im deutschen Wissenschaftssystem nicht häufig zutrauen. Ganz kurz gesagt, sie haben es gewagt, ich zu sagen.
Sie haben es gewagt, Ihren Forschungsinteressen auf eine ungewohnt subjektive Weise nachzugehen, indem Sie Ihre eigene Kindheit und Familie, Ihr Aufwachsen, Ihren Bildungsgang, Ihre soziale Herkunft und Ankunft mit einer Analyse sehr spezifischer deutscher Lebensverhältnisse an unterschiedlichen Orten verbunden haben. Sie haben Ihr Publikum also, um den Titel für die heutige Veranstaltung aufzugreifen, mit ganz eigenen Kombinationen aus Nähe und Distanz überzeugt, wie wir sie, glaube ich, auf dem deutschen Sachbuchmarkt bisher noch nicht so häufig gefunden haben. Ich möchte jetzt in unserem Gespräch genauer nachfragen, wie diese beiden sehr besonderen Bücher entstanden sind, wer vielleicht auch mitgeholfen hat, wie sie sich nicht nur das Thema, sondern auch die Form erarbeitet haben. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht schon immer so war, dass sie so schreiben konnten. Wir werden dann uns natürlich auch über disziplinäre Zugriffe unterhalten, über methodisches vielleicht sogar, wie ist der Historiker vorgegangen, wie der Soziologe. Und ebenso interessieren mich aber mögliche Berührungspunkte zwischen ihren beiden Disziplinen. In mancher Hinsicht sehe ich ziemlich viel überraschend Gemeinsames. Allein schon deswegen, weil sie sich ja beide für sozialen Wandel interessieren. Ich möchte schließlich auch auf den Beifang zu sprechen kommen. Und mit dem Beifang meine ich die vielen Briefe, die E-Mails, die Reaktionen, die sie bis heute, glaube ich, auf ihre Bücher hinbekommen. Und da wäre ich sehr neugierig zu erfahren, ob das vielleicht Material für neue Bücher oder für neue Studien werden kann. Weitere Themen werden sich ergeben. Fragen Sie einander auch sehr gern direkt. Ja, ich bin hier nur am Rand des Tennisspiels und halte mich dann auch gern zurück. Und natürlich öffnen wir im weiteren Verlauf der Veranstaltung die Fragen, auch gern die Runde für Ihre Fragen. Ich habe die beiden Herren auch gebeten, zwei Stellen rauszusuchen. Kurze Stellen, die für das jeweilige Buch vielleicht besonders sprechend und typisch sind. Mit denen werden wir aber nicht beginnen, weil ich gern zunächst einige Fragen stellen möchte, die uns die beiden Bücher in ihrer Machart und in ihrer Thematik nochmal vor Augen führen, weil ich davon ausgehe, dass vielleicht nicht alle Fans sind im Raum, die den Text jeweils noch sehr, sehr gut präsent haben. Und die erste Frage wäre die folgende. Sie schildern beide am Ende des Buches etwas, was Sie, Herr Mau, einen Hausbesuch nennen. Also Sie enden mit einer für mich sehr anrührenden Szene jeweils, wo Sie zurückkommen als Autor, als Erzähler, als Beobachter und zwar buchstäblich in Ihrem eigenen Kinderzimmer wieder ankommen. Warum haben Sie das gemacht? Was haben Sie sich auch an emotionalen Effekten, an rhetorischen Effekten von dieser Rückkehr versprochen? Ja, erstmal war das war die Motivation, da nochmal hinzugehen, gar nicht unbedingt mit dem Buch verbunden, sondern ich hatte die Idee, meinen Söhnen mal zu zeigen, wie mein Kinderzimmer ausgesehen hat und überhaupt, wo ich gewohnt habe. Und das musste ich natürlich so ein bisschen vorbereiten, dass wir da nicht so ad hoc hingehen. Und dann habe ich da einfach mal geklingelt. Und das ist so eine Szene, wo ich dann klingle. Und dann werde ich erstmal abgewiesen von einer nicht so besonders freundlichen älteren Dame, die dann sagt, wir lassen keine Fremden in die Wohnung. Und dann komme ich am nächsten Tag nochmal wieder mit so einem Strauß Blumen und dann öffnet ihr Mann in Hosenträgern und ist ähnlich unfreundlich. Und dann lassen sie mich doch rein und dann gibt es zwei Kinder, die aus meinem ehemaligen Kinderzimmer rauskommen, afghanische Flüchtlingsmädchen. Und die Frau sagt so ein bisschen verdruckst, ja, ich gebe den Deutschunterricht. Und das ist für mich so ein bisschen symbolhaft. Und ich muss dazu noch eine Anekdote erzählen. Als ich die Buchpremiere in Rostock hatte, in der Kunsthalle, waren sehr viele Leute da, gab eine große Diskussion und der Moderator wollte Schluss machen. Und sagt, gibt es jetzt noch Fragen? Und dann meldete sich eine Frau und die kam dann an das Mikrofon. Man konnte kaum was sehen, weil so viel Gegenlicht war. Und alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, die wussten natürlich, dass ich ein Buchprojekt mache. Nur dieses Ehepaar nicht. Und dann sagt sie, sie hätte ein Interview mit mir gelesen in der Rostocker Obdachlosenzeitschrift. Und da hätten sie sich dann das Buch gekauft, weil sie das so interessant fanden. Und sie wohnen ja in Lüttenklein.
Und dann hätten sie das Buch gelesen und dann festgestellt, dass sie in dem Buch drin vorkommen. Mir ist natürlich total das Herz in die Hose gerutscht. Ich habe totale Angst gehabt, dass ich jetzt, ich hatte auch vorher mit dem Lektor, muss ich die jetzt noch mal anrufen, wenn ich die da erwähne und so weiter. Aber ich habe es dann hinreichend anonymisiert, dass nicht ganz klar ist, in welcher Etage die wohnen. Und dann hat sie eine wahnsinnige Eloge auf dieses Buch dort gehalten. Auch sehr eloquent und interessant nochmal reflektiert, wie sich eigentlich das Leben in dem Haus verändert hat, seit sie da eingezogen ist. Jedenfalls war das natürlich doppeltes Autorenglück, einerseits die Szene überhaupt zu bekommen. Das ist ja nicht planbar. Und zum anderen dann natürlich bei der Buchpremiere auf eine Person zu treffen, die in dem Buch vorkommt, aber von der man gar nicht weiß, dass sie eben als reale Person da auftauchen wird. Also vielen Dank. Das ist, glaube ich, schon ein tolles Beispiel für die sehr ungewöhnliche Rezeption dieses Buches. Herr Frieh, bei Ihnen lag die Sache ja ein bisschen anders, weil die Personen, zu denen Sie dann auch zurückgekehrt sind, Ihnen besser bekannt waren als die gesamte Bewohnerschaft in Lüttenklein. Ja, das stimmt. Ich bin, um dieses Buch zu schreiben, bei all meinen Geschwistern vorbeigefahren, von denen 2 im Rheinland wohnen, 5 an dem Ort, wo wir alle die Grundschule gemacht haben, 2 im Osnabrücker Land und 1 an der Ostsee. Und ich habe überall bei allen einen Nachmittag und einen Vormittag verbracht, um die am Nachmittag etwas länger zu interviewen und am anderen Vormittag nochmal zu überlegen, was haben wir gestern vergessen. Und dazwischen habe ich eben da immer übernachtet und abends noch ein Bier getrunken oder was auch immer die so gut fanden. Und da war eben auch ein Abend bei meinem ältesten Bruder dabei, der den Bauernhof bewirtschaftet hat. Und der hat diese beiden Zimmer, also es gab 3,5 Kinderzimmer und 2 davon eben oben, das waren die Jungszimmer. Es waren ja, ich habe 6 Brüder und 4 Schwestern, also musste irgendwie ein Jungszimmer mehr sein. Oben waren 2 Jungszimmer und da habe ich in dem einen übernachtet und dann, das hat er so ein bisschen umgebaut, warum auch immer, aber das Zimmer gab es noch mit dem gleichen Fenster. Und da habe ich dann die Nacht verbracht und da habe ich dann darauf gewartet, dass da wieder die Lichter vorbeiziehen, weil da, wenn ich nicht schlafen konnte, habe ich die als Kind immer diese Lichter da gesehen und die gab es aber nicht mehr, da war ich total enttäuscht und am anderen Morgen habe ich dann meinen ältesten Bruder gefragt, was denn mit den Lichtern ist und er hat gesagt, ja, Bäume und so und ich nutze das an der Stelle, um zu sagen, dass aber so viel nicht passiert ist. Also es war nicht so richtig rührend für mich. Ich hatte nicht das Gefühl, Mensch, ne, was war das, eine tolle Zeit oder so. Und ich nutze das, um dann zum Schluss nochmal zu sagen, dass letztlich in all diesen Interviews es nicht um Wehmut geht, sondern um ein Anerkennen. Da gibt es eine Vergangenheit, die ist okay, aber jetzt bin ich woanders und das ist gut so. Und letztlich geht mir das auch so. Und das konnte man in dieser Szene ganz gut einfangen, finde ich. Danke. Das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiges Motiv. Rückschau, und das haben Sie ja beide unternommen, birgt die Gefahr für Nostalgie, für Wehmut, für, ach Gott, das war alles mal so schön und jetzt ist alles weg. Und das passiert Ihnen beiden überhaupt nicht. Was nicht heißt, dass Leserinnen nicht beim Lesen dieser Texte gerührt sein können. Aber sie drücken halt diesen Knopf überhaupt nicht. Ich glaube, da kommen wir später nochmal dazu. Ich wollte Sie aber gern bitten, vorher noch ein bisschen mehr zu sagen zu Ihrem Umgang mit den Interviews. Weil Sie haben beide mit Interviews gearbeitet, Steffen Mau ja auch. Und für alle, die mit Wissenschaft so ein bisschen vertraut sind, ist das nicht so einfaches Terrain? Fragt man sich mal, wie viele braucht man, wie repräsentativ sind die, wie geht man überhaupt mit Interviews mit Personen um, die man kennt und so weiter. Können Sie uns da noch ein bisschen mehr erläutern? Also die Zahl der Interviews lag ja fest, es sind 10. Natürlich, aber das Grundproblem bei den Interviews, die ja in diesem Buch zentral stehen sollten, ist, dass natürlich Erinnern in der Gegenwart stattfindet, kreativ ist, immer wo es in dem Menschen sich selber erklären. Und um das, sag mal, einigermaßen einzufangen, habe ich halt versucht, zum einen durch zeitgenössische Agrarsoziologie, zum zweiten durch zeitgenössische Agrarpublizistik, zum dritten durch das, was die Geschichtswissenschaft so anbietet und zum vierten durch ein bisschen Archivstudien, so einen Raum zu schaffen, in dem man diese Interviews ansiedeln kann, damit man nicht nur der kreativen Erinnerung aufsetzt. Das ist das eine. Und dann finde ich aber auch, dass
diese Erinnerungen interessant sind, weil sie Dinge können, die diese anderen Materialien nicht können, nämlich so auf den Punkt bringen, sag mal, Empfindsamkeiten, an die man sich sehr lange später noch erinnert, Kleinkram, ja, der Geruch, der Geruch als Bauernkind in dörflichen Umgebungen und wie gehe ich damit um? Das ist so ein Punkt, den kriegt man über Quellen praktisch nicht eingefangen, über andere. Es geht nur so. Ja. Die Frage von Taschengeld, also Taschengeld gibt es auch in der zeitgenössischen Publizistik und so, aber was das bedeutet und wie lange das Leute prägt, die Frage, was ist mit Klamotten bei meinen Schwestern und den Klamotten und den Partys und so, das ist... Und natürlich ist das von heute her zurückbeobachtet, aber ich glaube, das sind Dinge, die kann man nur so angucken oder nur so überhaupt bemerken. Und insofern sind diese Interviews sehr wichtig, aber natürlich muss man sie versuchen, irgendwie einzufangen, zu verschränken mit anderem Material, um nicht einer Gegenwartsdeutung allein aufzusetzen. Ja, so ähnlich geht mir das auch. Ne? Also, dass ich immer versucht habe, in gewisser Weise unterschiedliche Quellen heranzuziehen. Und bei mir sind das natürlich auch Statistiken, Arbeiten von anderen Leuten. Und wenn man Leute heute befragt, na, wie war das jetzt irgendwie 1970 oder in den 70er Jahren, dann sind das eben Retrospektivbefragungen, die mit bestimmten Risiken behaftet sind. Nämlich, dass man sich nur an bestimmte Sachen erinnert und an andere nicht. Oder nur an bestimmte Sachen auf eine bestimmte Weise erinnert und nicht auf eine andere Weise. Und das kann ich natürlich nicht ausschließen, dass das so ist. Aber für mich war das selber nochmal eine Art von Stabilisator meiner eigenen Erinnerung. Ich habe einfach festgestellt, dass ich ganz viele Sachen auch gar nicht mehr so genau memorieren kann, dass mir auch vieles verloren gegangen ist. Und durch die Gespräche, also es sind jetzt nicht nur die Interviews, die ich jetzt aufgenommen habe, sondern ich habe auch mit vielen Leuten drumherum gesprochen, auch natürlich mit meinen Eltern, mit anderen Familienmitgliedern, mit Tanten, die da wohnen und so weiter. Durch diese Vielzahl von Gesprächen eröffnete sich immer wieder was Neues. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss das ein bisschen systematisieren, ohne dass das jetzt eine strenge qualitative Studie wird. Ne? Also man hätte ja auch eine Forschungsmonographie im engeren Sinne schreiben können, sondern ich nutze das eigentlich, um ein Stück weit illustrativer und anschaulicher zu sein, aber natürlich auch irgendwie, um eine breitere Quellenbasis zu haben. Das war eigentlich der Sinn des Ganzen. Und im Grunde wollte ich ursprünglich so etwas schreiben wie eine Sozialstrukturanalyse der DDR und dann sozusagen auch Ostdeutschlands nach der Wiedervereinigung. Aber ich habe festgestellt, dass das zu trocken werden würde. So ein Ausgangspunkt von mir war immer ja die Motivation, warum macht man sowas eigentlich? Ja, die Wiedervereinigung war die Amalgamierung zweier unterschiedlicher Gesellschaften, auch antipodischer und auch befeindeter Gesellschaften. Und da würde man ja jetzt denken, da sind Bibliotheken von soziologischen Büchern erschienen, weil das interessanteste Experiment ist, was man sich überhaupt vorstellen kann. Aber es gibt fast gar nichts dazu. Es gibt ein paar Bücher von Wolfgang Engler, die ich auch schätze, aber ansonsten hat sich niemand wirklich damit beschäftigt. Es gibt ganz viel zum politischen System, zum Umbruch des politischen Systems, natürlich zur Staatssicherheit und so weiter. Aber so ein bisschen sozusagen über Mentalitätsgeschichte, über sozialstrukturellen Wandel, das gibt es ganz, ganz wenig. Und das hat mich schon verblüfft. Und diese Leerstelle habe ich gesehen und habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich ein interessantes Thema. Unser Glück. Also die Kunst liegt, glaube ich, in beiden Büchern auch darin, dass sie so etwas wie einen Methodenmix neu erfunden haben für das jeweilige Buchprojekt. Und dadurch kriegt jedes Buch diese Dichte. Es wird angereichert mit Local Color, mit Erinnerungen, mit verschiedenen Perspektiven. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen. Welche Rolle spielen denn in diesem ganzen, in dieser Melange die Fotos, die Sie ja jeweils benutzen? Bei Ewald Fries sind es nur zwei Fotos, mit denen er beginnt, eine sehr präzise Beschreibung von verschiedenen Familienfotos. Und in Lüttenklein sind Fotos eingestreut in den ganzen Text. Ja, irgendwie wollte ich schon ein anderes, ungewöhnlicheres Buch schreiben und habe mich letzten Endes auch von bestimmten wissenschaftlichen Konventionen frei gemacht. Ich glaube, ist jetzt keine Überraschung, dass das auch eine Überwindung war, das überhaupt zu machen, weil man natürlich auch an seine Peers denkt und sich als Wissenschaftler auch nicht kompromittieren möchte. Und überhaupt dieses Ich zu schreiben, war selber auch schon eine Anstrengung.
weil das ja schnell in eine Art von Peinlichkeit hineinrutschen kann. Wer bin ich, dass ich jetzt irgendwie mich da in den Vordergrund spiele? Warum schreibe ich nicht einfach über die Sache und lasse mich da so ein Stück weit raus? Das heißt, ein Balanceakt, funktioniert das sozusagen von der Art der Tonalität, von der Art sozusagen auch, dass sich selber in so einem Text dann da hineinschreiben. Aber irgendwann habe ich dann gesehen, das funktioniert einigermaßen und ich kann das schon riskieren. Und dann kamen die Fotos dazu, weil ich dachte, diese Art von Anschaulichkeit, ne, also eine Wohnstube aus den 70er Jahren, das mag ich beschreiben können, aber das mit dem Bild zu dokumentieren, ist doch nochmal ein Stück weit was anderes. Eine Situation auf der Werft oder eine vietnamesische Näherin in einem volkseigenen Betrieb, wo DDR-Jeanshosen hergestellt werden. Ich glaube, da kriegt man, das springt einen irgendwie an und da kriegt man an den Spirit. Und glücklicherweise gibt es einen Fotografen, der unglaublich viel in diesen Plattenbaugebieten fotografiert hat. Der hat den Namen Sindermann, so hieß auch der Ministerpräsident der DDR für viele Jahre. Ich habe auch noch nicht rausbekommen, ob die miteinander verwandt sind, aber dadurch hatte ich habe eigentlich ein größeres Fotoarchiv als das, was jetzt da dargestellt ist, aber mir hat das gut gefallen und ich bin nächste Woche zum Beispiel am Max-Planck-Institut für demografische Forschung. Die hat mich gefragt, ob ich nicht mal einen Vortrag zu Lüttenklein dort machen kann. Und das Max-Planck-Institut steht genau an der Stelle, wo ich sozusagen meine Lehre gemacht habe. Und da freue ich mich natürlich schon drauf und habe jetzt im Zug an dem Vortrag gearbeitet und dann natürlich die Fotos auch verwandt, die ich zu dem Ort habe, weil für die Leute, die kommen aus aller Welt, die arbeiten am Max-Planck-Institut, ist ein bisschen Bezug zur lokalen Geschichte vielleicht gar nicht so schlecht. Schön. Herr Frieh, Ihre Fotos. Ja, ich bin eigentlich gar nicht gut darin, Fotos zu verarbeiten. Ich mache auch, wenn ich meine PowerPoint-Präsentation an der Uni mache, das sind nur Textwüsten. Ich mache überhaupt keine Fotos. Ich habe dann gedacht, man muss am Anfang verstehen können, wer sind eigentlich die handelnden Personen. Und dann gab es halt zwei Familienbilder. Das war eine super Geschichte. Es gab zwei Familienbilder, die vom Fotografen waren, einmal mit zwei Kindern drauf, einmal mit sieben. Und dann habe ich halt die beiden Familienbilder beschrieben und habe dann, das drittes Bild gibt es halt nicht. Die anderen vier müssen sich dazu denken, ich weiß nicht genau, wie das war. Und dann habe ich zwischendurch mal den Text, der dann fertig war, an meine Geschwister geschickt, habe gesagt, ihr könnt die Zitate verifizieren. Und dann war ich danach aus irgendeinem Grund an der Ostsee bei meiner kleinen Schwester. Da waren alle, genau, es war ein Treffen von meinen 10 Geschwistern, was es alle 2 Jahre gibt. Und dann sagt meine kleine Schwester, das stimmt überhaupt nicht, es gibt noch ein Bild von meiner Taufe. Ja, und da habe ich gesagt, kann doch gar nicht sein, das kannte niemand. Und dann hat sie das aus ihrem Fotoalbum rausgekramt, hat mir das hingelegt und das ist ja geradezu skurril schlecht, dieses Bild. Also da hat jemand ein Foto geschossen vor der Haustür. Also die ersten beiden ist ein professioneller Fotograf, das sieht auch so aus. Und das dritte ist halt jemand, der versucht, so eine Kamera zu bedienen. Ja, und das schafft er auch, also, oder sie, weiß ich jetzt nicht. Es gibt ein Bild und da sind auf der linken Hälfte von den 13 Leuten, um die es geht, also 11 Kinder und meine Eltern, da sind 11 ganz drauf und 2 knapp halb, weil die so hinter dem Türrahmen so halb verschwinden. Und die ganze rechte Hälfte ist Busch. Ja. Und erst habe ich dann, als meine Schwester mir das gab, habe ich gedacht, das zählt doch gar nicht mit, das ist doch wirklich eine Katastrophe. Und dann habe ich aber gedacht, da steckt was drin. Also es steckt der Übergang von Fotografie zu selbstgemachter Fotografie drin. Es steckt drin, der Übergang von dieser Bauernfamilie in den 50er Jahren, die noch Angestellte haben und die Respektspersonen sind, zu einer Familie, die sich irgendwie versucht, in einer anderen Welt zurechtzufinden und das klappt so mehr oder weniger gut und so. Und insofern fand ich dann, nachdem ich diesen Schock überwunden hatte, dass ich die ganze Einleitung nochmal umschreiben musste, weil dieses Bild auf einmal auftauchte und das dann auch noch so schlecht war, habe ich gedacht, da steckt echt was drin und habe es einbauen können. Und dann auf einmal haben diese drei Bilder dann zum Schluss, werden die nochmal aufgerollt. Insofern sind diese drei Bilder jetzt für das Buch wirklich von Bedeutung, was eigentlich für Dinge, die ich schreibe, vollkommen untypisch ist, weil ich eigentlich immer nur über Text arbeite. Ja, vielleicht noch mal eine Ergänzung. Ich habe jetzt im Nachhinein auch immer mal Anfragen von Fotografen bekommen, ob ich irgendwie Texte zu Fotobüchern schreiben muss und habe jetzt auch einen agrarsoziologischen Text mehr oder weniger geschrieben.
für ein Fotobuch, das jetzt demnächst kommt von Ute und Werner Mahler, was die bekanntesten Fotografen der DDR, auch Gründer der Fotoagentur Ostkreuz, über einen Ort, das ist sehr, sehr interessant, Berka heißt er, ein thüringischer Ort, wo ihr Vater in den 50er Jahren schon fotografiert hat, Ludwig Schirmer hieß er, ihr Mann dann, also der Werner Mahler, in den 70er Jahren in diesem Ort seine Diplomarbeit gemacht hat in Fotografie. Dann in den 90er Jahren haben die eine große Fotoserie für den Stern gemacht und jetzt nochmal. Das heißt, man hat über 70 Jahre Veränderung. Das ist eigentlich ein Arbeiterdorf, weil da in der Nähe der Kali-Bergbau ist. Ne? Also die haben dann im Kali-Bergbau viele gearbeitet. Über 70 Jahre sozusagen so eine Fotostrecke und jetzt habe ich da einen Text dazu geschrieben und den Ort natürlich auch besucht und mich dann auch noch mal ein bisschen mit visueller Soziologie beschäftigt. Pierre Bourdieu hat das ja viel gemacht und so ein Leitmotto ist eigentlich auch bei Bourdieu immer, wir sehen Bilder und erkennen Verhältnisse. Das ist ja im Prinzip die Perspektive des Soziologen und das ist in diesen Fotos unglaublich gut. Die Ausstellung kommt jetzt in die Akademie der Künste im März und ich glaube nächste Woche oder so wird es auch in Erfurt eine große Ausstellung geben, also kann ich nur empfehlen. Es sind fantastische Fotos, wo man einfach sieht, wie das Dorfleben, und das finde ich sehr faszinierend, im Prinzip menschenleer wird. Also in den 50er Jahren sind die Straßen immer voll. Die Leute lungern da rum, die stehen am Gartenzaun, ein reges Sozialleben und dann verschwindet das immer mehr. Hinter Hecken, hinter irgendwelchen Stellwänden, hinter irgendwie großen Garagentoren und so weiter. Und das zieht sich zurück und das einzige Leben, was dann jetzt derzeit im Dorf noch sichtbar ist, das sind eigentlich diejenigen, die Paketdienste da machen. Ne? Also wenn ein Paketauto da parkt und die Jugendlichen, die dann auch auf einigen Fotos drauf, die sehen alle aus wie Leute, die alsbald weggehen. Ne? Die sind jetzt noch da, aber sind irgendwie schon in den Startlöchern. Das fand ich schon faszinierend, wie sozusagen die Zentrierung des Sozialen in einem Ort gar nicht mehr stattfindet. Also die Leute sind natürlich viel vernetzter über alles Mögliche, aber sie sind eben auch auf den Straßen nicht mehr präsent. Und von daher ist das ein ganz tolles, auch soziologisch interessantes Fotoprojekt, was die da jetzt gemacht haben. Es ist sehr gut, das alles zu erfahren, weil ich sehe ein paar Kollegen in den hinteren Reihen. Wir haben hier auch Kollegen, die Fotoforschung machen. Ist in Essen ja auch eine Institution. Ich sehe sich da schon einen kleinen Workshop herauskristallisieren. Wir kommen da wieder auf Sie zu. Bevor wir die beiden Stellen hören, habe ich noch eine, glaube ich, wichtige inhaltliche Frage. Es geht in beiden Büchern immer wieder um Motive des Aufstiegs, des Bildungsaufstiegs, des sozialen Aufstiegs und auch Abstiegs. Und Herr Fries, Sie haben diese wunderbare Passage relativ spät im Buch, wo Sie sich fragen, ging es eigentlich bei uns um Aufstieg? Ging es nicht eher um Umstieg? Allein das Wort finde ich schon sehr erhellend. Und es gibt eine kleine Kapitelüberschrift bei Ihnen, Herr Mau, die heißt Aufstieg für alle? Fragezeichen. Weil es ein wachsendes Segment von Literatur gibt, so zwischen Soziologie, Sozialgeschichte und Literatur, das sich auch mit diesen Dingen beschäftigt. Ja, Eribon ist derjenige gewesen, der das auf dem deutschen Markt noch mal besonders angeschoben hat. Wäre ich dankbar, wenn Sie dazu jeweils auch was sagen könnten. Also was spielt das jeweils für eine Rolle in Ihren Texten? Ich finde, bewege ich mich jetzt eigentlich auf dem Terrain von Herrn Mau und bin gespannt, was er dazu sagt. Ich finde, Aussagen darüber, was sozialer Aufstieg und sozialer Abstieg ist, über längere Zeit extrem schwierig, weil sämtliche Begriffe, an denen man sich festhalten kann, über längere Zeit verschwimmen. Also diese bäuerliche Welt der 50er Jahre, mit der das Buch anfängt, ist nicht mehr da. Die Frage von Respektabilität in diesem sozialen Raum kann man heute nicht mehr stellen, weil sie nicht mehr existiert. Der bäuerliche Beruf, da gibt es agrarsoziologische Studien zeitgenössisch dazu, rauscht zwischen den 50er und den 70er Jahren quer durch so ein Sample von Berufen nach unten. So,
Was ist jetzt Aufstieg und was ist Abstieg über die Zeit 1950 bis, sagen wir mal, 2020? Wenn gar keine Kategorie existiert, die die Gesellschaft von 1950 und die von 1920 gleichzeitig erfassen kann. Wenn ich jetzt sage, ich vergleiche mich mit einem 25 Hektar Bauern 2020, habe ich natürlich gewonnen. Das ist großartig. So, da geht's, das ist ein riesiger Aufstieg. Wenn man aber Positionierung im sozialen Raum 1950 misst und Positionierung im sozialen Raum 2022, ist die Frage viel unklarer. Und eigentlich geht es darum, darauf hinzuweisen. Es ist natürlich schön für uns alle, dass ganz viele Leute in Unkenntnis dieser Komplexität sich selber als Aufsteiger und Aufsteigerin wahrnehmen können und es allen zu gönnen. Ja? Aber die Frage ist sehr viel komplexer, wenn man jeweils Positionierung im sozialen Raum ernst nimmt. So. Und das finde ich interessant. Und deswegen habe ich dieses Abschlusskapitel geschrieben und finde es auch, das finde ich wirklich wichtig, weil es einfach, also zum einen geht es irgendwie so ein bisschen auch um Respekt für andere Generationen, aber es geht auch darum, das Problem überhaupt wahrzunehmen, dass soziale Kategorisierung in einem schnellen Wandel begriffen sind. Ja? Also ein Beispiel nur, also mein Vater hat die Leute um sich herum natürlich nach Hektar eingeteilt, ja, und dann aber auch danach, ob die auf Sand oder auf Lehm ackern. Ja? Und das ist ein wichtiger Unterschied. Ne? Also nur damit Sie es wissen, Leuten, die auf Sand ackern, denen ist nicht zu trauen. Also seien Sie vorsichtig, wenn Sie solchen Menschen begegnen. Der ist mit diesen Sortierungen wunderbar durch sein Leben gekommen. Die haben funktioniert. Die waren, natürlich ist das heute total skurril, aber die haben funktioniert. Der ist damit durch sein Leben gekommen. Der hat sich im sozialen Raum orientieren können. Das war wunderbar. So, wenn wir jetzt heute in dieser Gruppe fragen würden, wer von Ihnen kommt von Leben und von Sand, würden wir erstmal schon mal viel Verwirrung ernten, weil viele das gar nicht wüssten. Und ebenso wie die Frage, wie viele Hektar Sie besitzen, wäre es keine Variable, mit der wir diesen Raum hier sinnvoll sortieren können. Und es ist aber wichtig, weil man daran sieht, sagen wir, dass die Frage von Auf- und Abstieg über längere Zeit nur dann einfach zu beantworten ist, wenn man historisch einigermaßen blind ist, meiner Ansicht nach. Und ansonsten ist es eine sehr komplexe Frage. Jetzt bin ich gespannt auf die Antwort des. Ja, ich kann nur ein anderes Beispiel bringen. Also es ist schon extrem komplex, ne? wie überhaupt eine soziale Hierarchie erzeugt wird und wie man seine Position im sozialen Raum findet. Und man könnte ja sagen, okay, da gibt es jetzt irgendwie eine Berufsklassifikation, die lässt sich hierarchisieren und da sind bestimmte Lebenschancen und Einkommen und auch Formen der sozialen Sicherheit mit verbunden. Aber so einfach ist das nicht. Wenn man jetzt auf die DDR guckt, das beschreibe ich ja auch in dem Buch, gibt es eigentlich eine zweite Art von sozialer Hierarchie. Und das sind, wer einen Trinkgeldberuf hat, wer Zugang zu knappen Gütern hat, also zu Baustoffen oder zu einem Keilriemen oder zu einem Auspuff, der ist natürlich ganz oben. Und der, wer vielleicht noch als Kellner arbeitet in einem Interhotel und D-Mark Trinkgeld bekommt, der ist natürlich an der Spitze der Hierarchie. Und dann gibt es eben gleichzeitig in der DDR diese extrem komprimierte sozusagen Einkommensverteilung. Meine Mutter war Ärztin, die hat eben weniger verdient als ein Facharbeiter in Dreischichtsystem, der bei mir auf der Werft gearbeitet hat. Ne? Also das heißt, man hat zwar irgendwie Sozialprestige gehabt, weil man Arzt eben auch als Arzt eben auch eine bestimmte Reputation hatte und Anerkennung, aber letzten Endes das hat sich nicht dann umgesetzt in eine Art von Einkommen, wo man sich von dem Durchschnitt so deutlich entfernen konnte. Von daher ist es eine komplizierte Geschichte. Ja, natürlich, dieses Aufstiegsnarrativ ist ja so ein Metanarrativ der bundesrepublikanischen Gesellschaft. Und das war es für die DDR auch bis Anfang der 70er Jahre. Die ersten sozusagen Generationen der DDR waren richtige Aufsteigergenerationen. Prinzip sozusagen die bürgerlichen Schichten sind abgewandert, sind in den Westen gegangen, sind ganz viele Plätze freigekommen und das waren alles so, was man heute First Generation nennt. Ne? Also die aus einfachen und einfachsten Familienverhältnissen kamen und die dann plötzlich einen hochschulischen Abschluss bekommen haben. Und das ähnelte im Prinzip auch der Situation der Bundesrepublik ein bisschen. Und dann hat die DDR etwas gemacht, was man im Nachhinein sagen kann, es war wahrscheinlich sehr dumm gewesen, ist nämlich das einzige industrialisierte Land der Welt gewesen, meines Wissens,
das dann ab den 70er Jahren angefangen hat, den Zugang zum Hochschulstudium zu reduzieren. Also 1989 gab es viel weniger Studenten in der DDR als noch 1970. Alle anderen haben in dieser Zeit sozusagen die Expansion des Hochschulsystems erlebt, sodass im Prinzip für diejenigen, die in den ersten zwei Generationen der DDR Aufstiege erlebt hatten, dass deren Kinder nicht mehr so ohne weiteres studieren konnten. Und das kann man in den Zahlen auch sehen. Da gibt es ganz viel bildungsbezogene Abwärtsmobilität. Meine Eltern hatten beide einen akademischen Abschluss. Ich habe zwei Schwestern, die beide keinen akademischen Abschluss hatten, weil sie keinen Studienplatz bekommen haben. Und das war ja auch so ein Leitprinzip der DDR. In jedem Klassenbuch stand dann entweder ein I oder ein A hinter dem Namen. Also I, ein Intelligenzlerkind. Und ein A, ein Kind aus der Arbeiterklasse. Und es ging ja um die Hofierung der Arbeiterklasse. Das heißt, dann wurde immer versucht, Kinder der Arbeiterklasse eher dann zur erweiterten Oberschule, also dem DDR-Gymnasium, zu bringen und Kinder der Intelligenz das erstmal nicht so möglich zu machen. Aber man hat mit diesem engen Flaschenhals des Zugangs zu höherer Bildung im Prinzip beide enttäuscht. Sowohl die Kinder der führenden Klasse der Arbeiter und Bauern, wie auch die Kinder der sozialistischen Intelligenz. Und es gibt einige, und ich schließe mich dem im Buch im Prinzip an, die sagen, ein Teil sozusagen dieser sich schwächenden Bindungskraft an die DDR und Staat und Gesellschaft hat auch was damit zu tun, dass es so eine starke Mobilitätsblockade gegeben hat. Ne? Also solange man irgendwie den Leuten immer versprechen kann, ihr steigt auf, und ihr könnt euch irgendwie verwirklichen, dann bleiben die vielleicht eher bei der Stange, trotz aller Freiheitseinschränkungen und trotz der Verweigerung der demokratischen Mitbestimmung. Und das, glaube ich, hat viele Leute dann irgendwie auch auf die Straße getrieben. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese Mobilität, wenn man sagt, das ist auch eine Art von Sargdeckel der DDR gewesen, dass sich das nach der Wiedervereinigung nicht verbessert hat, genau. Wobei es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Also ja, bei Männern sieht die Mobilität deutlich schlechter aus als bei Frauen. Ich glaube, wir könnten allein über dieses gemeinsame Thema einen ganzen Abend sprechen. Und Sie haben die Geschlechterbeziehung eben angesprochen, Herr Fried. Das ist ja in Ihrem Buch auch ein wirklich wichtiges auch Kompositionsprinzip. Der Vater, die Mutter, die Schwestern, die Brüder. Mich haben diese Mutterteile sehr, sehr berührt, weil Sie das so behutsam rausgearbeitet haben. Ich widerstehe aber jetzt hier gleich nachzufragen, weil ich finde, Sie sollten jetzt beide Ihre Textstellen vorlesen. Darauf warten nämlich, glaube ich, schon ganz viele im Publikum. Wer mag beginnen? Bevor wir das machen, will ich noch eine Sache ergänzen. Was ich spannend finde an dem, was Sie schreiben, ist, dass wenn man die Heiratskreise beobachtet, wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat die Aufhebung der sozialen Unterschiede ja funktioniert. Die Leute haben über AI-Grenzen und auch über andere Grenzen hinweg geheiratet, relativ breit, oder? Insofern ist diese sozialistische Einheitsgesellschaft in der Wahl des Ehepartners oder der Ehepartnerin wahr geworden. Ja, also es gibt ja so Theorien dazu, die sagen, okay, warum gibt es jetzt eine wachsende Ungleichheit? Ein Drittel dieser steigenden Ungleichheiten in der westlichen Welt ist darauf zurückzuführen, dass Frauen höhere Bildung haben und bessere berufliche Positionen. Und dann gibt es so etwas, was man Assortative Mating nennt, also das Gleich und Gleich heiraten. Also wenn es keine Chefärztin gibt, kann der Chefarzt auch keine Chefärztin heiraten. Oder wenn es keine Professorin gibt, dann kann der Professor auch keine Professorin heiraten. Aber wenn es die eben gibt, dann so ein Drittel sozusagen der wachsenden Ungleichheit wird im Prinzip darauf zurückgeführt. Und in der DDR spielt das keine Rolle. Da ist eigentlich die Ungleichheit immer weggeheiratet worden. Ne? Also indem man dann statusübergreifend geheiratet hat. Es gab auch viel mehr Frauen, die sozusagen statusabwärts geheiratet haben, weil die sozialen Abstände nicht so groß waren. Das gibt es jetzt gar nicht. Ne? Bei all den Untersuchungen zu Datingportalen sieht man, Frauen lehnen es grundsätzlich ab, Männer zu daten, die nicht mindestens ihr Bildungsgrad haben. Männer sind da, wenn ich das mal sozusagen in der Sprache der Kfz-Werkstätten sage, Männer sind da Typen offen und Frauen sind da sozusagen, wollen einfach nicht Status abwärts und gut, das ist einfach so. Ja. Auch ein Thema für einen ganzen.
Danke. Das Buch hat drei Hauptkapitel. Eins heißt die Jahre meines Vaters und das sind die langen 50er Jahre. Eins heißt die Jahre meiner Mutter, das sind die langen 60er Jahre. Und eins heißt Abschied und behandelt die Hofübergaben seit dem 19. Jahrhundert, damit man die Veränderungen sieht und dann unsere Bildungskarrieren. Und ich lese jetzt die letzten Seiten aus die Jahre meines Vaters vor, in der ich erst so versucht habe zu zeigen, wie die 50er Jahre so eine Art Indian Summer für so Bauern mit der Hofgröße meines Hofes gewesen sind. Also, Mechthild, Jahrgang 1950, ist die erste, die nach eigener Erinnerung Sozialkontakte mit Leuten aus dem Dorf interessant fand. Vorher wird gezeigt, dass vorher die Bauern und die Dörfler streng getrennt sind, ohne dass man sagen muss, die machen das einfach. Mit 13 oder 14 habe sie schon mal am Sonntagmittag, und jetzt kommt ein Zitat, von der Kirche bis Nottuln Süd das Fahrrad schieben und den Weg mit einem Jungen aus der Siedlung machen wollen. Aber sagen sollte das ja auch keiner jemandem, das war schon immer ein bisschen heikel. Wenn es ganz gutes Wetter war, dann konnte es auch mal sein, dass man die Erlaubnis hatte, noch eine Stunde in die Badeanstalt zu gehen. Mechthilds Erzählung erhält besondere Bedeutung dadurch, dass es ein Junge aus der Siedlung Nottuln Süd, also hauptsächlich Flüchtlinge, war, mit dem sie die Zeit verbrachte. Die jungen Leute dort waren in die überkommenen Hierarchien des Ortes nicht eingebunden. Viele von ihnen waren evangelisch. Viele zeigten nicht den Respekt vor den Bauern, auf denen mein Vater ein Anrecht zu haben glaubte. Er meinte sogar beobachtet zu haben, dass Jugendliche mit Steinen auf seine Kühe geworfen hätten. Paul, Jahrgang 58, erinnert sich an Vaters Pauschalverdacht gegen die Siedlungskinder. Die wurden halt alle in einen Topf geworfen und die Siedlung war sehr negativ besetzt. Neben Schützen- und Reiterverein führte die katholische Landjugendbewegung die bäuerliche Jugend Nottulns in den 1960er Jahren zusammen. Das war für das katholische Münsterland nicht untypisch. Die Landjugend war in den 1950er Jahren an die Seite der Pfarrjugend getreten, die sich auf die Dörfer konzentrierte. Dahinter stand eine Strategie des Bistums Münster. Die Bischöfe Keller und Ten Humberg setzten große Hoffnung auf eine Erneuerung des Katholizismus durch diejenigen, die von der Entkirchlichung bislang am wenigsten erfasst worden waren. Im Gegensatz zu süddeutschen Bistümern, die die Landjugend als die Jugend des Landes verstanden, was zu Regionen, in denen alle Bauern in Dörfern wohnten, gut passte, zielte die Landjugendkonzeption des Bistums Münster dezidiert auf Jugendliche aus bäuerlichen Familien. Sie sollten religiös gefestigt und zum Kern einer gesamtgesellschaftlichen religiösen Erneuerung werden. Für uns kam einfach nur die Landjugend in Frage, dann ging man schon früh in die Landjugend und fertig, sagt Mechthild. Es gab dort Schulungen und Seminare, politische und religiöse Veranstaltungen bis in abgelegene Orte hinein. Es gab natürlich auch Feste und Feiern und darin lag sicher ein Teil der Attraktivität der Landjugend. Aber meine Geschwister nahmen auch den intellektuell-religiösen Teil ernst. Kaspar, Jahrgang 46, Mechthild 1950 und Katharina 1954 gewannen um 1970 Preise auf Rednerwettbewerben der Landjugend. Teils auf Orts-, teils auf Kreisebene. Sie verbanden eigene Erfahrung mit Neugier. Der Einzelne in der Gemeinschaft hieß ein erfolgreicher Vortrag von Mechthild. Ich war richtig gierig danach, sowas zu machen, sagt sie im Rückblick. In der Schule haben wir immer nur gehört und geschrieben und vorgezeigt, was wir gemacht haben. Ich habe überhaupt keine Gruppenarbeit erlebt. Aber jetzt, sich selber eigene Arbeit zu machen, das fand ich ganz interessant und habe daran auch ganz gerne teilgenommen. Auch zu Mechthilds Erfolgen hat Mutter Zeitungsausschnitte gesammelt. Der Vorsitzende der Landjugend im Kreis Münster wies bei einem ihrer Rednerwettbewerbe darauf hin, dass der Landwirt heute einerseits aufgrund der zahlreichen wirtschaftlichen Verbindungen gezwungen ist, seine Gedanken klar auszudrücken und dass er andererseits in der bäuerlichen Selbstverwaltung öfter in freier Rede seine Ansicht zu vertreten habe. Da klingt die religiöse Motivation nicht mehr mit. Wilhelm Damberg hat in einer Untersuchung zur Landjugend im Bistum Münster darauf hingewiesen, dass die hohe religiöse Zielsetzung der Bischöfe Keller und Ten Humberg sich in den späten 1960er Jahren ebenso wenig habe halten lassen wie die Konzentration allein auf die bäuerlichen Familien. Faktisch
sei die katholische Landjugendbewegung nun auch in Westfalen die Jugend des Landes geworden. Der Gedanke einer kirchlichen Vorfeldorganisation habe schnell an Bedeutung verloren. Meine drei ältesten Brüder lassen denn auch in ihren Interviews wenig Wissen über eine Landjugendprogrammatik jenseits geselligen Beisammenseins und der Aufführung plattdeutscher Theaterstücke erkennen. Wenn Sie sich an die Rednerwettbewerbe erinnern, dann eher beiläufig und ohne dem Ereignis eine Bedeutung für Ihre Lebenserzählung beizumessen. Anders Mechthild. Für sie öffnete die Landjugend ein Tor aus der Rolle der Hilfsmutter und Erzieherin, die Gefahr lief, einen Bauern aus der Umgebung heiraten zu müssen. Durch ihre Vorstandstätigkeit in Nottuln und die Rednerwettbewerbe wurde sie zunehmend bekannt und erhielt das Angebot, hauptamtlich die Landjugendarbeit im Offizialat Vechter zu organisieren, dem niedersächsischen Teil des Bistums Münster. Das Angebot nahm sie an. Vechter lag fast 2 Autostunden von der Horst, also der Bauerschaft, in der wir groß geworden sind, entfernt. Meine Eltern legten ihr keine Steine in den Weg. An uns wird es nicht liegen, dass du das nicht werden kannst, was du möchtest, habe Mutter ihr gesagt. Das habe ich ihr ganz hoch angerechnet, das weiß sie auch. Mechthild war die Erste, die den Orbit des Hofes und der Familie verließ. Noch knapp 50 Jahre später spricht sie voller Emotionen über diesen Schritt. Es gibt viel mehr als das, was ich in Nottuln erlebt habe. Ich mache das niemandem zum Vorwurf, das war so, ich habe da gelebt. Und das, was ich als Erfahrungshintergrund hatte, war eben der, den ich hatte. Aber jetzt gab es die Chance, Neues zu sehen und zu lernen. Mit Feuereifer, so Mechthilds Selbstwahrnehmung, stürzte sie sich in die neue Aufgabe, für die ihr, abgesehen von ehrenamtlicher Tätigkeit, jede Vorbildung fehlte. Immerhin gab es zur Einstimmung einen 3-monatigen Lehrgang in der Akademie der katholischen Landjugendbewegung. Jeder Tag im neuen Beruf erschien danach aufregend. 2 Jahre später begann Mechthild in Vechter ein Studium der Sozialpädagogik. Da habe ich im Studentenausschuss mitgearbeitet, wir haben die Prüfungsordnung erarbeitet. Das hat mich alles richtig frei gemacht. Die Jahre meines Vaters waren vorbei. Ja, ich lese etwas vom Anfang des Buches. Das ist im Prinzip so ein bisschen der Einstieg, wo man etwas über das Stadtviertel erfährt. Lüttenklein, der Stadtteil meiner Jugend und Kindheit, liegt auf halbem Wege zwischen dem Rostocker Stadtzentrum und dem Fischer- und Touristenort Warnemünde. Lüttenklein wurde Mitte der 60er und Mitte der 70er Jahre als Teil des Wohnungsbauprogramms der DDR im Plattenbaustil hochgezogen. Mehr als 10.000 Wohnungen entstanden hier in nur einem Jahrzehnt. Rostock, die alte Hansestadt an der Ostsee, war im Zweiten Weltkrieg zu weiten Teilen zerstört worden. Über 80% der Wohngebäude waren beschädigt. In der Innenstadt wurde repariert, manche Perle der Backsteingotik durch Neues ersetzt. Nach und nach erweiterte sich die Stadt, aber auf die umliegenden Äcker. Auch dank der sozialistischen Plattenbauten stieg die Einwohnerzahl von unter 70.000 zum Ende des Krieges auf über 250.000 im Jahr 1989, womit Rostock zu den 10 größten Städten der DDR zählte. Zu DDR-Zeiten war Rostock Bezirksstadt, verlor dann aber nach der Wiedervereinigung den Wettstreit um den Sitz der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns an das viel kleinere Schwerin. Das ist ein riesiges Trauma an diese Bonsai-Stadt, das abgeben zu müssen. Für die DDR war Rostock das Tor zur Welt. Über seine Häfen lief ein Großteil des Außenhandels. Die Stadt war Zentrum des Schiffbaus. Hier wurden Dieselmotoren und Fischkonserven produziert. Die Staatsreederei hatte hier ihren Sitz. Hansa Rostock, in der DDR eine typische Fahrstuhlmannschaft mit Auf- und Abstiegen sowie einer unerschütterlichen Anhängerschaft, wurde 1991 mit dem Westtrainer Uwe Reinders letzter Meister der DDR-Oberliga. Die musste interessanterweise die Saison noch zu Ende gespielt werden. Also man konnte nach Ende der DDR
viele Monate später noch DDR-Meister werden, was etwas skurril war. Stolz war man in Rostock schon immer darauf, eine der ältesten Universitäten Deutschlands zu haben. Das Studentenleben prägt bis heute die gründerzeitliche Krüppeliner Torvorstadt. Walter Kempowski, der große Chronist der Stadt, erzählt in seinen Büchern eindrucksvoll vom Leben der Rostocker Generation, von der wilhelminischen Zeit bis in die 60er Jahre, vom Rostock der verwinkelten Gassen, des Kopfsteinpflasters und der bürgerlichen Familienbande, das allerdings so ganz anders war als das Rostock der Neubauviertel. Lüttenklein war damals Teil eines ganzen Ensembles neuer Stadtgebiete im Rostocker Nordwesten. Dazu gehören Schmal, Evershagen, Großklein und das durch die fremdenfeindlichen Ausschreitungen im August 1992 zu trauriger Berühmtheit gekommene Lichtenhagen. Wir wohnten in der zentralen Rigaer Straße, die Lüttenklein in eine Nord- und eine Südhälfte teilt. Die drei 18-geschossigen Hochhäuser in dieser Straße gelten als das Wahrzeichen des Viertels. Windmühlenhäuser werden sie genannt, weil ihr quadratischer Grundriss kleine Ausbuchtungen hat, die Windmühlenflügeln ähnlich sehen. Die Ausbuchtungen wirkten wie Windfänge, die nicht nur die Gebäude schwanken ließen, sondern schon bei kleinerer Windstärke zu Pfeifgeräuschen führten. In unserem Hochhaus gab es auf jeder Etage ein verschachteltes Flursystem, das zu 10 Wohnungen führte. Es müssen damals zwischen 400 und 500 Menschen in diesem Haus gewohnt haben. In der Mitte waren 2 Schächte für die Fahrstühle eingebaut. Daneben befand sich in einem separaten Raum der Müllschlucker, durch den Abfälle in die Tiefe fielen. Wir, Eltern und 3 Kinder, bewohnten eine 4-Raum-Wohnung in der 8. Etage und konnten bis nach Warnemünde und zur Kabelkrananlage der Warnow-Werft sehen. Aus Sicherheitsgründen waren die Fensterbrüstungen allerdings so hoch, dass man als Kind auf einen Stuhl steigen musste, um hinauszuschauen. Die Ostsee kam nicht in den Blick, nur der Waldsaum auf der Steilküste. Wenn die Schiffe in den Hafen einliefen, sah es immer so aus, als führen sie direkt durch die Baumkronen hindurch. Die Neubaugebiete, damals sprach niemals von der Platte, waren Ausweis sozialistischer Leistungskraft und Ort der Verwirklichung einer neuartigen Lebensweise. Sie waren ein riesiges Freiluftexperiment und standen pars pro toto für das, was die DDR sein wollte und in gewisser Weise auch war. Immerhin galt der Wohnungsbau als Kernstück der seit Anfang der 70er Jahre proklamierten Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, welche auf eine Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus zielte. Das war ein Zitat. Die Bauherrin DDR setzte nicht auf Sanierung und Erhalt, sondern plante mit den Neubaugebieten den Entwurf einer traditionslosen Zukunft. Hier, in diesen Großwohnsiedlungen, musste nicht auf Bestehendes Rücksicht genommen werden, drängten sich keine Repräsentationen des Alten in den Blick, musste man sich nicht wie andernorts zwischen Bewahren oder Zerstören entscheiden. Regelmäßig sah man in der aktuellen Kamera, den Hauptnachrichten des DDR-Fernsehens, wie hochrangige Politfunktionäre irgendwo die x-hunderttausendste Wohnung übergaben. Gern mit einem großen, aus Holz oder Pappmaché gefertigten Schlüssel, der an eine ausgesuchte sozialistische Modellfamilie überreicht wurde. Wir bauen nach den neuesten wissenschaftlich-technischen Erfahrungen für den Sozialismus. So war es auf dem Großplakat zum ersten Spatenstich in Lüttenklein am 2. November 1962 zu lesen. Nach Lüttenklein kam dann auch 1966 der Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht mit seiner Frau Lotte angereist, um die Einweihung einer neuen Kaufhalle zu feiern. Die Augenzeugen von damals erzählen, dass man in aller Schnelle den Rasen hatte begrünen müssen, weshalb man mit Schweinemast düngte, sodass es heftig stank. Sogar Apfelsinen habe es an diesem Tag in der Kaufhalle gegeben. Allerdings seien diese wieder mitgenommen worden, als der Tross des Staatsratsvorsitzenden abzog. Da die Siegerpose im real existierenden Sozialismus zum guten Ton offizieller Verlautbarung gehörte, wurde auch gern übertrieben und geschönt. Nach eigenen Angaben wurden in der DDR bis zum Ende etwa 3 Millionen Plattenbauwohnungen gebaut und übergeben. Zählungen nach der Wende kamen allerdings auf weniger als 2 Millionen Einheiten. Dennoch, der Kraftakt war gewaltig. Vielen Dank dafür. Ich glaube, die vielen Fans der Bücher haben sich die in der Regel wahrscheinlich nicht laut
vorgelesen im Familienkreise oder im Ehebett. Und trotzdem, glaube ich, haben wir jetzt noch mal mehr erlauschen können, dass das hier auch stilistische Experimente sind. Also was klar ist, ist, dass in beiden Büchern auch sehr viel beschrieben wird, gut beschrieben wird, um Fakten, um Wissen zu vermitteln. Das ist erstmal die Grundlage. Aber es gibt ja so kleine Momente, meine ich, wo man so etwas wie ein bisschen ostwestfälischen Humor, eine trockene Ironie auch raushört, wo sie andere Stimmen einspielen, die dann für sich sprechen. Und mich interessiert jetzt wirklich, näher zu besprechen, wie Sie diesen Ton, einen Sound gefunden haben, wenn es so etwas überhaupt gibt. Wer auch daran vielleicht mitgearbeitet hat, Freunde, Freundinnen, die gesagt haben, so kannst du es aber nicht machen, Lektorinnen und Lektoren. Ich müsste, glaube ich, um so ein Buch schreiben zu können, lange Listen mit inkriminierten Adjektiven machen. Ich müsste jeden Satz kürzen. Ich müsste Doppelpunkte verdammen. Ja, wie sind Sie da vorgegangen? Wie hat sich das rausgeschält? Ja, ich habe da gar nicht so eine festgelegte Strategie gehabt. Aber ich habe das Buch gar nicht in Deutschland geschrieben, sondern in den USA. Ich war mit der Familie in Boston und hatte so ein Fellowship, was natürlich unglaublich privilegiert war, und habe dann für wahnsinnig viel Geld mehrere Kisten mit Büchern dorthin schicken lassen. Bin fast hinten umgefallen, dass das so unglaublich teuer war. Dann saß ich immer in diesem schönen Holzhaus in Cambridge, und meine Frau war dann unten und hat gearbeitet. Und ich bin aber öfter mal runtergelaufen und gesagt, ich rufe jetzt den Lektor an beim Surkamp Verlag und sage ihm, dass ich das nicht, ich komme einfach nicht weiter, das funktioniert irgendwie nicht. Der Lektor hat das dann ganz anders gesehen und mich dann so ein Stück weit auch bestärkt, wenn nicht sogar an die Hand genommen, indem er irgendwie gesagt hat, ja, irgendwie, also der Sound stimmt schon. Das kannst du so machen, aber natürlich so alle Passivkonstruktionen, alle Partizipformen, alle Neologismen und so weiter, das ist dann natürlich so ein Stück weit nach und nach rausgefallen. Und dann habe ich mich aber auch freigeschrieben, weil ich einfach gesehen habe, okay, du kannst das anschaulicher machen, du kannst direkter erzählen, du kannst dich auch sprachlich ein Stück weit was trauen. Ich behalte trotzdem soziologischen Grundsound drin. Weil ich glaube, sozusagen für mich war das ja eine spezifische Erfahrung. Ich bin erstmal in dieses Wohngebiet wieder zurückgegangen. Ich war da regelmäßig natürlich immer mal wieder, weil ich da auch Leute noch kenne. Aber nicht so über irgendwie längere Strecken, immer mal wieder eine Woche, dass ich auch mit vielen Leuten gesprochen habe. Und natürlich hatte ich mich entfremdet. Natürlich war das nicht mehr so wie vor 30 Jahren, als ich da weggegangen bin. Und trotzdem gibt es so ein Vertrautheitsgefühl. Und man muss diese Balance zwischen diesem Vertrauten und annehmen, dass das eigentlich sozusagen die Form von Selbstverständlichkeit hat, die man damals auch schon kannte, sondern dass es eben doch noch was anderes geworden ist. Und das war für mich sozusagen so ein bisschen, ja, wie so eine Technik des Ranfahrens und gleichzeitig Wegfahrens. Das gibt es ja auch im Film, ne, dass man das so macht. Und natürlich musste ich als Wissenschaftler auch immer sagen, das ist nicht nur sozusagen going native, also dass ich so eine immersive Strategie habe und mich jetzt irgendwie anverwandle der Situation vor Ort, sondern ich musste zugleich dass die natürlich auch ein Stück weit befremden und objektivieren. Und das war gar nicht so einfach, das hinzubekommen und das auch sprachlich dann entsprechend darzustellen. Denn mein Buch hat im Prinzip ja vier Ebenen. Ich weiß nicht, ob liest, aber es gibt natürlich so eine biografische Ebene und immer wieder auftauchende biografische Bezüge. Dann gibt es den Ort, Lüttenklein, der spielt eine Rolle. Dann erzähle ich aber eigentlich eine Sozialgeschichte der gesamten DDR und nicht nur sozusagen über den Ort, sondern indem auch die DDR insgesamt als System oder Gesellschaft miterzählt wird und auch die Transformationsgesellschaft. Und dann gibt es natürlich eine Hintergrundfrage und die lautet, ja, warum gibt es eigentlich so viel Unwuchten und Unzufriedenheit in Ostdeutschland? Also es hat auch eine erklärende Perspektive, die ich aber nicht in den Vordergrund rücke, aber die im Prinzip als Hintergrundfolie immer mitläuft und die ich auch nicht, hoffe ich jedenfalls, nicht aus den Augen verlieren wollte, weil die Idee ist schon, dass das was aufschließt, ne? Dass Leute, die irgendwie sich fragen, was ist eigentlich in Ostdeutschland los, dass die, wenn sie das Buch lesen, mehr verstehen, als wenn sie irgendwie einen Zeitungsartikel oder eine Ad-hoc-Erklärung oder eine küchenpsychologische Erklärung
lesen, sondern dass sie wirklich verstehen, da gibt es strukturelle Grundströmungen, da gibt es eine mentalitätsgeschichtliche Ebene, da gibt es kulturelle Faktoren, die damit reinspielen. Und das habe ich im Prinzip versucht, da sichtbar zu machen, ohne vordergründig so eine erklärende Forschungsfrage zu postulieren. Ja. Also Feintuning in der Halbdistanz. Herr Frieber, Ihnen gibt es locker auch diese vier Ebenen. Wie haben Sie die denn verschweißt? Also ich habe mein Leben lang Texte in verschiedenen Genres geschrieben, ja, von denen Gott sei Dank die meisten nie irgendwo untergekommen sind. Ich habe Kasperle-Theater geschrieben für mich selber, um meine Jungs irgendwie zu beglücken. Ich habe mal ein Kinderbuch geschrieben zur Verfassungsgeschichte Nordrhein-Westfalens, was eine etwas schwierige Kombination ist. Hat mir aber einen Buchvertrag. Das ist ja schon was für Feinschmecker dann. Ja, hat mir einen Buchvertrag für diese Geschichte der Welt eingetragen, weil die Leute bei Beck gesagt haben, wer so wahnsinnig ist zu glauben, man könnte Kinder für Verfassungsgeschichte interessieren. Mit dem muss man auch andere Sachen machen können. Ich erinnere mich zum, ich weiß gar nicht, 60. Geburtstag von Justus Kobelt, der da vorne sitzt, einen Kopfball, den er gemacht hat in einem Spiel Dozenten gegen Studenten in der Form einer althistorischen Quelle zu beschreiben, so mit so einer Eskalationsdynamik. Ich glaube, den gibt es auch nicht mehr, den Text, das ist wahrscheinlich auch gut so. Egal, also ich habe immer verschiedene Sachen geschrieben. Ich habe lange Angst gehabt, dass es meine wissenschaftliche Karriere behindert, wenn irgendjemand mal diese irgendwie schrägen Texte aus allen möglichen Sorten ausgräbt oder bei diesen Kasperle-Theater-Aufführungen dabei ist. Aber irgendwie fand ich es auch gut, dass man verschiedene Genres ausprobiert. Manchmal habe ich mich geärgert, wenn ich Aufsätze geschrieben habe und dann in den Rezensionen, da wurden diese Texte fast immer bemerkt, weil sie halt so ein bisschen schräg sind. Aber da stand dann irgendwie anregend und unterhaltsam, was so komische Adjektive für Wissenschaft sind. Egal. Von daher hatte ich Erfahrung mit verschiedenen Genres. Und hier habe ich angefangen oder ich habe das Buch geschrieben und ich habe gedacht, wenn ich mit den Zitaten meiner Geschwister schreibe, muss ich so schreiben, dass die es verstehen können. Ja? Und gleichzeitig muss es für wissenschaftlich tätige Leute seriös sein. Die müssen das Gefühl haben, ich werde hier anständig bedient. Das ist nicht Klamauk. Ja. Und es soll eine Präzision haben, es soll auch eine Klarheit haben und es soll aber auch zugänglich sein. So. Und dann habe ich es einfach probiert. Und wenn man jetzt, ich rechtfertige mich immer so ein bisschen gegen diesen Klamauk oder Gebrauchsliteraturvorwurf, aber wenn man sich das Literaturverzeichnis anguckt, dann sieht man, dass das schon ein bisschen eine Struktur hat und dass da auch eine Idee drinsteckt, wie die einzelnen Kapitel miteinander vernäht sind und welches sich auf welches bezieht. Und gleichzeitig soll es aber so sein, so war meine Vorstellung, dass jemand das lesen kann und den Eindruck gewinnen kann, das ist dem gerade eben eingefallen. Der hat sich da hingesetzt und hat das einfach mal so aufgeschrieben. Und es ist auch relativ schnell entstanden am Ende. Und dann, es gab vorher mal ich habe mal ein Exposé an den Lektor vom Beck Verlag geschickt und habe gesagt, guck mal, das will ich machen, weil ich das eigentliche Buch, was ich versprochen habe und wo es einen Vertrag gab, wegen der Pandemie nicht machen kann. Und da hat er gesagt, mal gucken, da muss ja ein bisschen geändert werden und ich sollte das Exposé überarbeiten. Da habe ich mir, überarbeite doch kein Exposé. Also hinterher wird es sowieso alles anders. Und habe also gar nichts überarbeitet, habe mich nicht mehr gemeldet, habe den Text geschrieben, habe ihm den geschickt. So. Und da war der total angetan. Und es ist auch in diesem Text, in dem Buch, nichts mehr verändert worden. Da ist kein einziges Wort, was nicht aus meinem ersten Manuskript stammt. Weil die im Verlag sich das angeguckt haben und gedacht haben, sowas haben wir auch noch nicht gesehen. Das war auch interessant. Und insofern ist es irgendwie dann auch schön, dass man mit so einer etwas, also mit Erfahrungen, die man so in unterschiedlichen Textgenres macht, von denen das Allermeiste nie und nirgendwo zugänglich ist, dass man damit dann doch irgendwann so einen Treffer landen kann. Das ist ja irgendwie auch eine schräge Geschichte, finde ich. Ja, das ist eine großartige Geschichte, weil daraus ja auch zu schließen ist, dass es erstmal sehr traurig und deprimierend ist, dass im deutschen Wissenschaftssystem so gutes Schreiben, das anderen Leuten Freude macht,
eher unter Verdacht steht. Ja, das finde ich nachhaltig deprimierend. Man könnte jetzt überlegen, ändert sich das gerade so ein bisschen, aber der erste Reflex der Kollegen ist ganz oft Neid. Und dann wird die Feuilletonismuskeule rausgeholt. Der kann ja nicht ganz seriös sein, der schreibt ja zu gut. Ja, das müssen wir doch ändern. Dann höre ich raus, üben, üben, üben. Ja, immer schon mal in verschiedenen Genres schreiben. Ganz vieles ist Handwerk. Also Sie kriegen nachher beim Abendessen oder nach dem Essen, nach einem guten Glas Wein, von mir die Einladung, vielleicht hier mal so eine Art Kurs zu machen, weil das wünsche ich mir schon ganz lange am KWI mit jüngeren Kollegen, aber ich werde da auch mitmachen. Wie kann man denn daran arbeiten, solche Texte, leserfreundlichere Texte, die aber wissenschaftlich immer noch anspruchsvoll sind, zu schreiben? Das ist ja auch eine Frage des Handwerks und der Übung. Das muss aber anerkannt werden im System. Ich wollte Sie noch im Anschluss daran fragen, welchen Status oder welche Rolle spielt denn dieses jeweilige Buch in Ihrem Gesamtwerk? Also ist das eher eine Fingerübung? Ist das ein Ausreißer? Ist das der Durchbruch? Machen Sie jetzt nur noch sowas? Kehren Sie zurück zur trockenen Wissenschaft? Ja, keine Ahnung, aber ich muss das auch nochmal aufgreifen, was Ewald Fried gesagt hat. Ich habe auch immer andere Texte geschrieben, auch vieles davon ist nicht veröffentlicht. Also ich habe eigentlich immer geschrieben, ne? Und ich schreibe auch viel, nur ein Teil davon ist sozusagen publikationsfähig. Bei anderen Teilen habe ich mal versucht, das zu publizieren, dann gab es aber auch kein Interesse und so weiter. Und bei dem Buch, gut, das habe ich jetzt gedacht, ich werde 50, ich mache mir mal ein schönes Geburtstagsgeschenk, schreibe mein Buch, das ich selber gerne lesen würde. Das war so ein bisschen die Motivation, die dahinter steckt. Aber jetzt muss ich nochmal auf die Frage, war... Also welche Rolle spielt ja, das welche im Rolle Gesamtwerk? Spielt, ja, das kann ich noch gar nicht so genau sagen, weil ich mein Gesamtwerk ja noch nicht so richtig komplettiert habe, hoffe ich jedenfalls. Aber ich bin schon ein bisschen erratischer Wissenschaftler. Ich bin extrem stark getrieben von Themen, die mich interessieren. Und es gibt Leute, die arbeiten sozusagen als Soziologen ihr ganzes Leben an einem Datensatz. Oder die haben eine Theorie und dann wird die irgendwie appliziert und man macht immer wieder sozusagen wie ein Jazzmusiker immer dasselbe Motiv und dieselbe Grundstruktur. Aber das ist nicht meine Art und Weise. Ne? Also ich bin sehr gegenstandsorientiert und was sich tatsächlich verändert hat, sind natürlich externe Zuschreibungen. Ne? Ich war lange, als ich in Bremen war, wenn man irgendwie medial aufgenommen war, ja der Bremer Soziologe. Dann bin ich der Berliner Soziologe geworden. Und jetzt bin ich plötzlich ein ostdeutscher Soziologe, der ich aber nie war, oder sogar ein Rostocker Soziologe. Und ich habe ganz oft die Frage gekriegt, auch vom Feuilleton, wie können Sie eigentlich ein Buch über einen Gegenstand schreiben, mit dem Sie vollständig verwickelt sind? Da haben Sie doch gar keine Objektivität. Und da habe ich gesagt, hat das jemand schon mal Armin Nassei oder Andreas Reckwitz, die ja auch die Gesellschaft beschreiben, der sie selber innewohnen, schon mal gefragt? Aber bei dem Gegenstand schien das immer ein Problem zu sein. Und ich möchte gar nicht sozusagen der ostdeutsche Soziologe sein. Ne? Das ist jetzt ein Thema, das habe ich mal behandelt. Das ist sicher auch Teil meiner Identität, aber das ist jetzt nicht sozusagen das Überwölbende oder das, worum ich mich den ganzen Tag irgendwie drehe. Von daher ist das jetzt sozusagen ein Teil meines Werkes, aber vielleicht nicht der zentralste Teil. Aber in der Außenwahrnehmung werde ich natürlich, ich sehe das ja auch, nachfragen sozusagen, aus der Zivilgesellschaft, von unterschiedlichen Initiativen und so weiter, dass ich doch auch Adressat für genuin ostdeutsche Interessen, auch Repräsentations- und Sichtbarkeitsinteressen werde. Und damit muss man natürlich auch umgehen und sich überlegen, wie weit man das eigentlich bedienen möchte. Und ich freue mich immer, wenn ich irgendwo interviewt oder zitiert werde und nicht als der ostdeutsche Soziologe gelte, sondern als jemand, der ein Buch über Ostdeutschland geschrieben hat. Anekdote, also ich war ja einmal, habe ich mich mal hinreißen lassen, zu Anne Will in die Sendung zu gehen. Und da saßen interessanterweise drei Ostdeutsche, neben mir die Journalistin Jana Hensel und Philipp Amthor von der CDU und noch zwei andere Personen. Und die drei Ostdeutschen,
wurden jeweils mit ihrem Geburtsort vorgestellt. Die beiden anderen nicht. Und das fand ich schon sehr interessant, dass da irgendwie eine Art von sozusagen Referenzierung stattgefunden hat oder Geolokalisierung, die offensichtlich als notwendig erachtet wird. Also man spricht als irgendjemand oder möglicherweise als Repräsentant für irgendetwas. Und so möchte ich mich natürlich sehen. Ich bin ja kein Aktivist, sondern ich bin jemand, der es an Themen interessiert, der möchte auf interessante Art und Weise die beforschen und vielleicht schöne Texte dazu schreiben. Ja, aber diese Identitätsverklebungen sind natürlich ganz typische mediale Effekte. Man will dann Talking Heads, die für ein Thema sprechen und immer wieder sprechen. Herr Frieh, werden Sie als der Tübinger Historiker adressiert oder der Experte für sehr westlichen Katholizismus? Also für mich sind Sie der Bauernsohn. Ja, das ist ein Elend. Ich meine, da liegt eine gewisse Ironie drin, dass der von den Elfen derjenige, der von Landwirtschaft ausweislich der Meinung meines Vaters wirklich überhaupt gar keine Ahnung hat, dass der jetzt als Bauernsohn als einziger wirklich bekannt ist. Also es gab in den westfälischen Nachrichten einen Artikel, der war mit Nottulner Professor überschrieben. Da scheint mir ostdeutscher Professor das wesentlich bessere Schicksal zu sein, weil man eine etwas größere Gesamtheit hat, für die man verantwortlich ist. Also zu dieser Frage nach Bedeutung. Es liegt natürlich eine enorme Verführungskraft darin, so ein Buch geschrieben zu haben, was so gehypt wird. Ja, man kann tausende von Lesungen machen und zu den Lesungen kommen nur Leute, die das Buch gut finden. Und die sagen einem dann hinterher auch, was das für ein tolles Buch ist. Ja, ist ganz anders als bei einer wissenschaftlichen Tagung. Bei einer wissenschaftlichen Tagung sitzen nur Leute, die die ganze Zeit darüber nachdenken, und das mache ich auch, ne? Wo ist der Fehler? Und dann sagt man eben, es war insgesamt wirklich schlau, ne? Aber leider, und dann hofft man, dass das ganze Kartenhaus zusammenfällt, weil man genau die richtige Karte gezogen hat. Und das passiert ja bei Lesungen überhaupt nicht. Die Leute sind alle nett. Warten Sie ab. Aber das Interessante ist halt, was passiert danach und welche Rolle spielt das und wie weit lässt man sich verführen. Ich hab jetzt mit dem Tübinger Soziologen Boris Nieswand ein Buch geschrieben, das heißt Innenansichten geisteswissenschaftlicher Arbeit. Da haben wir auch wieder Leute interviewt, also Leute, die gemeinsam mit uns im SFB gearbeitet haben, um zu überlegen, was heißt eigentlich geisteswissenschaftliches Arbeiten im 21. Jahrhundert und wie hat sich das eigentlich zwischen 2005 und 2025 verändert? Also was ist eigentlich, was für eine Dynamik steckt da drin in der Digitalisierung, in dem Drittmittelhype und so weiter? Und wie verändern sich wissenschaftliche Persönlichkeiten, also Doktorandinnen und Doktoranden der ersten Förderphase, von denen der dritte und so weiter. Und insofern ist es auch ein bisschen so, wie Sie sagen, also ich würde auch gerne immer wieder Themen entdecken, von denen ich denke, dafür lohnt es sich, morgens aufzustehen und mit Spaß irgendwie zu arbeiten. Und ich sehe mich jetzt auch nicht mein restliches Leben mit westfälischen Bauern verbringen oder münsterländischen Bauern, ne, sondern Themen anzugucken, die ich interessant finde. So würde ich sagen. Und dann kann man aus verschiedenen Perspektiven auf diese Texte gucken und wird jeweils unterschiedliche herausheben. Das wäre meine Hoffnung. Also sich manchmal mit sich selbst zu langweilen, ist nicht das schlechteste Motiv, um dann auch überrascht zu werden von etwas, was sich vielleicht als etwas ganz anderes herausstellt, als man gedacht hatte. Ich möchte noch zwei Fragen stellen, bevor wir hier aufmachen. Die eine betrifft tatsächlich das Material, das Ihre Bücher erzeugt haben. Vielleicht können Sie uns darüber noch ein bisschen mehr berichten. Briefe, E-Mails, Anrufe, ich weiß es nicht. Sammeln Sie das, systematisieren Sie das und kann daraus noch etwas Neues entstehen? Man könnte sich ja alle möglichen Methoden vorstellen, um diese Rezeption auf interessante Weise auszuwerten. Herr Frieh, mögen Sie beginnen? Ich habe für einen Podcast mal ausgezählt, die Sachen, die ich so bekommen habe. Für die ersten 3 Monate, glaube ich, habe ich die ausgezählt. Also man muss dazu sagen, ich bin
nicht in Social Media aktiv. Das heißt, die Leute, die mir was schreiben wollen, müssen mich googeln, mir eine E-Mail schicken oder aber einen Brief schreiben an die Universität in Tübingen oder an den Beck Verlag. Es schreiben eine Reihe Leute Briefe und etwas mehr Leute schreiben E-Mails. Und die E-Mails beantworte ich, die Briefe beantworte ich alle nicht, weil das einfach zu viel Arbeit ist, das kann ich nicht schaffen. E-Mails habe ich so in den ersten 6 Monaten im Schnitt jeden Tag eine bekommen, die sich auf dieses Buch bezieht. So erstmal ganz gut mit beschäftigt, immer irgendwie 2 Sätze zu schreiben. Also was ich gesehen habe, ist, es schreiben erstmal 70% Männer zurück, das fand ich interessant, und 30% Frauen. Ich hätte gedacht, bei Büchern sind immer nur Frauen involviert oder weitgehend Frauen, und es war andersrum. Vielleicht schreiben auch nur Männer noch E-Mails und Briefe, während die Frauen alle woanders unterwegs sind. Ich habe keine Ahnung. Dann schreiben relativ wenige Bauern und Bäuerinnen, und die allermeisten sind Leute, die so eine Vita haben wie ich oder meine Geschwister, die allermeisten, also die aus der Landwirtschaft rausgegangen sind. Das sind die Leute, die sich für das Buch interessieren und die auch betroffen sind. Es kommt erstaunlich oft, was es noch nie gegeben hat und nie wieder geben wird, kommt in den E-Mails das Wort Danke vor. Weil Leute das Gefühl haben, ich bin zum ersten Mal gesehen worden. Also meine Geschichte ist überhaupt eine Geschichte. Und das ist eine ganz merkwürdige Erfahrung, die ich noch nie gemacht habe. Auswerten will ich das, habe ich auch mal überlegt, ich habe für diesen Podcast habe ich da so ein bisschen rumgezählt, aber irgendwie kommt mir das vor wie so ein im Kreis rumlaufen. Eigentlich will ich das nicht machen. Ich lese diese Sachen noch einmal und schiebe sie dann, die E-Mails schiebe ich alle in einen so einen Ordner, wo die Sachen alle sind, und ich gucke es mir aber bis jetzt nie wieder an, außer dieses eine Mal für den Podcast. Die Briefe sind alle, wenn sie an der Uni ankommen, in so einem Ordner, und wenn sie zu Hause ankommen, also über den Beck Verlag an mich, dann sind sie in so einer Kiste und da ist ein Deckel drauf und ich gucke sie mir nicht wieder an. Ja, ich habe damit auch nichts weiter vor, aber ich kriege auch sehr viel jetzt immer noch wöchentlich verschiedene Zuschriften, weil Leute nur das Buch viel später lesen oder mal geschenkt bekommen. Aber es ist für mich auch sehr interessant, weil ich viele Dinge erfahre, die ich nicht wusste. Ne? Also Leute schreiben da manchmal sehr detaillierte Sachen über ihre berufliche Biografie, Fragen der Anerkennung von Abschlüssen bis hin irgendwie zu irgendwelchen Rentenlücken, die sie jetzt haben durch eine spezifische DDR-Biografie. Manchmal nehme ich das zur Kenntnis, aber es gibt auch Leute, die irgendwie über 3 Ecken mit Geschichten, die ich da erzähle, verquickt sind. Ich habe auch ganz oft Danke. Und das ist nicht so, dass es jetzt irgendwie so Ostdeutsche sind, die irgendwie eine Nostalgie haben, ne? So ewig gestrige, sondern ganz im Gegenteil. Das sind alles Leute, die total angekommen sind und die immer sagen, ja, die DDR war eine Unrechtsstaat und eine Diktatur, aber nicht nur. Und dieses Aber wollen sie irgendwie miterzählt bekommen. Und das ist ja auch eine Grundlage meines Buches, dass ich sage, sozusagen natürlich all das Diktatorische konstituierte die DDR, aber es gibt eben auch was soziologisch daran interessant ist. Ne? Warum, wie organisiert sich eine Gesellschaft? Warum existiert die überhaupt für 40 Jahre? Und das sichtbar zu machen, das scheint für viele Leute irgendwie ja, was auszulösen. Und eine interessante E-Mail habe ich irgendwie vor einem Jahr oder so bekommen. Ich schreibe ja auch über die ostdeutschen Eliten und dass sehr viele dieser Eliten eben weiblich sind. Und da schrieb mir eine Frau und sagt, ja, und ich hätte eine Person aus den Eliten vergessen. Es gibt ja damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, nur 75% der DAX-Vorstände aus Ostdeutschland sind weiblich. Insgesamt ist der Anteil der weiblichen DAX-Vorstände bei 10%, aber es sind eben auch nur 4 Personen. Ne? Also es ist ein sehr kleines N. Und die schrieb mir dann, dass sie die einzige ostdeutsche MDAX-Vorstandsvorsitzende sei eines Unternehmens. Ich sage jetzt nicht, welches Unternehmens. Ich weiß nicht, ob sie das möchte. Und sie kommt aus der Parallelstraße, in der ich wohne, lebt jetzt in Hamburg, ist da verheiratet, hat Kinder. Und sie hat gesagt, ähnlich wie ich eigentlich, als dieser muffige Staat untergegangen ist, wollte sie eigentlich nichts mehr davon wissen. Also sich jetzt ununterbrochen, das hätte ich mir auch nicht vorstellen, ununterbrochen damit beschäftigen. Ich wollte raus, irgendwie in die Welt, ich wollte was sehen, ich habe gar nicht zurückgeguckt, sondern biografisch gab es da eine Phase, wo ich vielleicht dann irgendwie
konditioniert war, das zu machen und auch dann vielleicht genügend Abstand hatte. Und sie sagte, sie hat mein Buch irgendwie durch Zufall in einem Hamburger Buchladen entdeckt, hat das gelesen und fand das so faszinierend. Und sie sagt, sie war mit ihren Kindern noch niemals dort und mit ihrem Mann auch noch niemals. Sie ist weggegangen und nie wieder zurückgekehrt. Und dann sind die über Weihnachten, hat sie gesagt, haben wir uns ein Hotel in Rostock genommen und sie ist mit ihren zwei Söhnen und ihrem Mann und dem Buch nach Lüttenklein gefahren, um wieder einen Zugang zu ihrer Vergangenheit zu bekommen. Und das sind dann Leute, die sich dafür eben auch bedanken. Ja, das ist eine großartige Geschichte und das ist, finde ich, eine bessere Erklärung für den Erfolg ihrer Bücher als ganz lange auf den Bestsellerlisten des Spiegels. Nicht nur, weil es ein Hype ist, Herr Fri, mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet ist. Wir haben, glaube ich, eine Reihe von sehr guten Gründen heute Abend versammelt, die den Erfolg dieser beiden Bücher nochmal bestätigen und erklären. Ich riskiere jetzt mal mit einer letzten Frage den Sprung in die aktuelle politische Gemengelage. Herr Mau, Sie haben das schon angesprochen. Man gilt dann als Experte für alle möglichen Problemlagen und Befindlichkeiten und wird natürlich auch immer eingeladen und befragt. Herr Fri, bei Ihnen habe ich, als die Bauernproteste begannen, intuitiv sofort daran gedacht, oh Gott, der arme Mann wird jetzt dauernd angerufen und in Talkshows eingeladen, weil er uns jetzt auch mal eben schnell miterklären soll, was denn da auch wieder schiefgegangen ist. War das der Fall? Ich habe ein paar Interviews gegeben am Anfang und habe aber bei jedem Interview in der Vorabsprache deutlich gemacht, ich werde zu diesen Bauernprotesten nichts sagen. Weil ich davon keine Ahnung habe. Ich weiß nicht genau, wie es den Bauern 2020 geht. Und ich habe jetzt auch keine Lust, ist falsch. Ich finde es auch nicht seriös zu sagen, ich schaffe mir das mal eben in 2 Stunden drauf und dann rede ich klug daher irgendwie. Das heißt, was ich machen kann, und das habe ich in ein paar Interviews gemacht, ist zu sagen, wie eigentlich ist die Geschichte der bäuerlichen Protestkultur? Mhm. Wie ist eigentlich historisch das Verhältnis der Bauern zum Staat? Wie ist das mit Männern, Frauen auf Traktoren oder so, solche Sachen, da kann ich was zu sagen. Aber ich kann die aktuelle Lage nicht schildern, beziehungsweise will das auch nicht. Und dann habe ich ein paar schöne Interviews gegeben, also fand ich, und dann war es aber auch vorbei. Und Talkshows, das war auch ganz schnell, also da hat es auch keine richtigen Anfragen gegeben, weil, glaube ich, auch klar war, wo die Grenze ist dessen, was ich machen will. Und da geht es aber auch so ein bisschen um Wissenschaftsverständnisse, glaube ich, und vielleicht auch um Befindlichkeiten. Ich finde, dass diese Rolle des Public Intellectual, finde ich so, die würde ich sagen, die steht mir nicht, die will ich auch nicht haben, weil ich finde, dass wissenschaftliche Stellungnahme dann berechtigt ist und gut funktioniert, wenn sie durch die eigene professionelle Kompetenz unterfüttert ist und nicht dann, wenn einer fragt, oder sag mal halt irgendwas. So. Und da gibt es dann eben einen kleinen Bereich im Bereich dieser Agrarproteste, wo ich was sagen kann, und einen großen Bereich, zu dem ich nicht sagen kann. Und so ist es dann auch gewesen. Ja, ich kriege natürlich auch viele... Stichwort jetzt die Wahlen in 3 ostdeutschen Bundesländern. Könnte ich mir vorstellen, dass Herr Mau auch gelegentlich angerufen wird? Ja, leider viel zu viel und auch das Allermeiste muss ich absagen. Aber ich schreibe gerade ein neues Buch zu Ostdeutschland. Von daher bleibe ich ein bisschen an dem Thema dran und gucke da ein bisschen auf die gegenwärtige politische Gemengelage. Also ich beschäftige mich immer damit. Aber es ist auch oft so, dass ich von ostdeutschen Medien, Leipziger Volkszeitung und Ostseezeitung und so weiter angefragt werde. Und dann sage ich immer, Leute, ich lebe in meiner Blase in Berlin, ihr kennt euch doch viel besser aus, was soll ich dazu sagen? Also ihr fahrt da jeden Tag durchs Land und seid eigentlich Ortskenner. Und zwar auf eine Art und Weise, wie ich das niemals werden kann. Ich kann soziologische Expertise in der Analyse der Gesellschaft beisteuern, aber ich kann jetzt nicht sagen, wie man sozusagen in einem Landkreis mit der AfD umgehen soll. Oder manchmal kriegt man ja auch so ganz skurrile Anfragen. Ne? Also ist es überhaupt gerecht, dass Klaus Ernst einen Porsche fährt und so weiter. Ne? Wo man dann immer sagt, meine Güte, Soziologen können ja zu allem was sagen, aber sie müssen auch nicht. Und da muss man sich manchmal schon bremsen.